Heiß, heißer, der August ist endlich da. Und weil ganz viele von euch ja jetzt in den Sommerferien zu Hause bleiben, statt Richtung Italien oder Spanien zu fahren, testen wir für euch mal, was ist eigentlich beim Urlaub daheim geboten. Ganz besonders an den Badeseen der Region. Unseren großen Test starten wir heute hier am Baggersee in Ingolstadt und gucken uns mal an, was ist hier eigentlich für euch geboten. Parken. Rund um den Baggersee gibt es ganz viele Parkplätze. Hier zum Beispiel stehen wir jetzt gerade auf dem Parkplatz hinterm Seehaus und ich glaube, ihr könnt es ganz gut sehen. Es ist Freitagnachmittag, es ist super heiß, aber es ist noch einiges frei. Also parken ist hier kein Problem. Rund um den Baggersee gibt es einige Möglichkeiten, wo ihr euch erfrischen könnt, was Kleines trinken oder vielleicht ein Eis schlecken. Zum Beispiel hier hinter mir am Seehaus. Auch für die Familien ist hier am Baggersee einiges geboten. Super beliebt, sieht man glaube ich auch hinter mir ganz gut, ist der Donauwurm. Das ist so eine kleine Anlage, wo die kleinen Kinder ein bisschen Sand spielen können oder ins seichte Wasser reinplatschen können. Und hier ist immer eigentlich was los. Wer es lieber ein bisschen sportlicher hat, der kann zum Beispiel hierher kommen, zu den Beachvolleyballplätzen direkt am Baggersee. Es gibt einige Plätze und die sind immer heiß begehrt. Und wer noch den letzten Beweis braucht, dass es am Baggersee super ist, hier bekommt man sogar, wenn man sagt, man kommt vom Donauquartier, ein kleines Eis am Wegesrand geschenkt. Super! Jetzt stehen wir hier an einem der kleinen Sandabschnitte rund um den See. Also man muss nicht über den Steg reinspringen. Es gibt auch Abschnitte, wo Sand aufgeschüttet ist und wo man auch vielleicht mit kleinen Kindern ganz gut rein kann. Ich probiere es gleich mal aus. Das ist super erfrischend hier drin. Das Wasser ist richtig angenehm und eigentlich auch super klar. Wenn man der Stadt glauben will, hat es hier über 19 Grad das Wasser und die Wasserqualität ist seit Jahren als ausgezeichnet bezeichnet. Also nichts wie rein. Und wer dann genug vom Planschen hat und vielleicht eine kleine Erfrischung braucht, der könnte hinter mir fündig werden. Ihr seht es vielleicht schon. Das ist die Bar am See. Die gibt es noch gar nicht so lange. Und die bieten neben italienischen Kleinigkeiten auch ein bisschen was zu trinken und einen kleinen Kinderspielplatz an. So, das war unser kleiner Baggersee-Check. Ich hoffe, für euch war auch ein bisschen was Neues dabei. Was ist denn eigentlich euer Lieblingsplatz am Baggersee? Schreibt es uns doch mal in die Kommentare und verratet uns unbedingt, welchen See sollen wir denn mal als nächstes checken. Schönen Sommer euch!